Ich werde jetzt gucken, ob ich das neue Lichtschwert aufrüsten kann. Man kann nämlich hier auch Aufrüstungsteile kaufen für Lichtschwerter. Und wo? In Car City. Wir sind startklar. Ich bin in Car City. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Aber Moment, Bruder. Ich komme gerade angeflogen. Komm mal bitte. Oder wo bist du gerade, frage ich mal so. Musstest du jemals in die Schenke? Ah ne, ich bin einfach beim Flugdings. Halt, Eik, einfach stehen bleiben. Das müsstest du sein. Ja, das bist du. Komm mit. Da ich ja eh dort hin musste auf Frustwerkbank. Ich hab aber nicht so viel Money. Kostet nicht viel. Echt nicht? Okay. 250 bis 750 bloß. Ja gut. Kann man sich davon nicht mal teure Sachen kaufen? Oder gibt's die nicht? Kommt auf die Stufe drauf an. Ja, Modifikationshändler. Ah. Womit kann ich dienen? Für Stufe 10. Wow. Ja, höher geht's hier nicht, tut mir leid. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Rüstung. Hier Modifikationsstufe 18, den hab ich gar nie gesehen. Wollt ihr eure Ausstattung aufstocken? Viel Glück bei der Jagd. Bin ich mal schon gespannt. Bin ich mal gespannt. Oh, das kann man nicht aufrüsten. Ich muss bei dem bleiben, was ich jetzt habe. Das ist. Ne, warte mal, das hier ist das. Oh, Eik, du Idiot. Kannst du ohne aufrüsten. Das hat nicht mal ein Farbkristall drin. Du kannst ja eh gleich zurückgeben. Erfordert Stufe 7, erfordert Lichtschwert. Was ist das? Ja, ich verkaufe das Lichtschwert hier. Ich habe die beste Ausrüstung und die besten Preise. Ich habe hier schon mein Farbkristall, Verbesserung Stufe 9. Modifikationsstufe 9 und eine Heftstufe 9. Die hebe ich mir halt auf. Aber ich kann die letzte Stufe für 100.000. Nur Abonnenten können Credits für diesen Kauf verwenden. Oh. Dann benutze ich jetzt das da. Viel Glück bei der Jagd. Wupp und nochmal 10 extra Slots. Hä, wie kannst du. Hä, hast du 100.000 gehabt? Nein, kannst du nicht. Das kannst du nur kaufen, wenn du Abonnent bist mit 100.000. Und was hast du dir dann gekauft? Gar nichts. Ich hab doch dieses Einsteigerpaket gehabt. Und da war dieses Ding, was ich dir heute erzählt hatte, mit diesen 10 Zusatzslots, die ich dauerhaft bekomme. Das heißt, normalerweise wäre ich jetzt Abonnent, müsste ich 200.000 bezahlen. Aber ich bin kein Abonnent. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ach, das reicht locker, die 70 Slots. Das reicht locker. Kunstfreiheit. Archäologie habe ich ja jetzt, stimmt. Da war ja was. Biochemie? Und Biochemie hat was mit Pflanzen zu tun. Wenn ich mir das hier angucke. Dr. Tendra, Biochemie, Handwerksausbilderin. Waffenbau. Ach, tschau, ich habe dasselbe Problem wie du. Archäologie. Wo waren die Dullis davon?
Meter Händler Adoptivausrüstung Sonderaktion? Zeig mal her. Seht ihr etwas, das euch zusagt? Schwarz-grüner spezial fortschrittlicher vernichtender Kristall. 250.000. Och. Fehlen mir ja nur noch 150.000. Er ist bald wieder. Hey, wo sind denn hier Kristalle? Wo bist du? Du bist noch da drinnen, oder? Ja. Ich nicht, ich bin draußen. Ich suche meinen Archäologisten-Dulli. Also. Hier beim Sonderhändler gibt's Kristalle. Wollt ihr euch die Munition ansehen? Oh, was war das da oben für einer? Gleiterhändler! Womit kann ich die... Oh, 10.000! 31, 31, 10.000! Ubrikianjäger. Zeig mal her, wie sieht denn der aus? Der sieht kacke aus. Das sieht aus wie so ein Panzer aus Episode 1. Der sieht... Ja, könnte besser sein. Der sieht schon eher nach was aus. So. Noch mal einmal das. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. So ist der nicht bei Fahrzeuge drinne. Das irritiert mich jetzt. Ich hab den gekauft und angeklickt. Normalerweise müsste der jetzt unter Fähigkeiten und Fahrzeuge drinne sein. Kurze Frage, wie funktioniert das mit dem Gleiter? Runter in die Hotbar ziehen. Genau, habe ich. Und dann die Taste drücken, die belegt ist. Nope. Der ist so grau hinterlegt. Hast du die Fähigkeit überhaupt schon gekauft? Wo kann man die Fähigkeit kaufen? Beim Fähigkeiten, Dulli. Ein besseres Angebot für dich. Da, wo du deine Hauptstory-Quest gemacht hast. Hey, was? Warte mal, die Fähigkeit einfach nur einen Gleiter zu haben, wo das ist doch eine passive. Ja, die musst du kaufen. Hä, was ist denn das? Ich hab mir den Gleiter gekauft, ausgerüstet, aber ich hab den nicht. Ich hab jetzt 31.000 dafür ausgegeben. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich tu mich mal ganz kurz abmelden, ne? Und neu einloggen. Ja. Das ist ja scheiße, wenn der jetzt weg ist. Umsonst Geld ausgegeben. Okay, war eh gratis Geld, von daher. Klassenstory 0 von 8 abgeschlossen. Wow. Ja. Eigelb. Ist
so und es ist auch interessant, dass in dem Prolog-Text, wenn das Spiel ladet, dein Name, den du dir ausgesucht hast, erwähnt wird. Das ist echt cool. Das ist aber eine Sache, die man selbst in Minecraft umsetzen kann. Aha, Minecraft. Vergleich bitte Minecraft nicht mit Star Wars. Also Minecraft ist da Kindergartenkacke. So, dann wollen wir doch jetzt noch mal gucken. Nö, der ist weg. Hä? Aber wo soll der hin sein? Ich kurf mir jetzt noch hin. Wenn der jetzt auch verschwindet, dreh ich durch. Womit kann ich dienen? Den hatte ich mir geholt. Gratis-Spieler zahlen für diesen Gegenstand einen höheren Preis. Das sind die 31.000. Das ist mir schon klar. So, da ist er. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Oh wow, jetzt weiß ich, warum ich hab den wieder verkauft gehabt. So, wie sieht denn der aus? Ich habe mir jetzt einen ganz anderen gekauft, wie ich eigentlich wollte. Fähigkeiten. Fahrzeuge. Ich muss sowieso jetzt mal kurz schauen. Ja. Ja, doch. Kann man lassen. Hui. Hey, das wundert mich ein bisschen. Ich habe hier ja immer noch. Ja. Hat sich erledigt. Nee. Ich habe ja in meinem Inventar eigentlich immer noch. Credit Chip im Wert von 100.000 Credits. Mhm. Aber. Irgendwie erkennt er mir das Geld nicht an. Sicher, dass das welche zu verkaufen sind und nicht fürs Casino? Ein Credit Chip im Wert von 25.000 Credits kann bei jedem respektablen Händler gegen Ware im entsprechenden Wert eingetauscht werden. Und davon habe ich 4 Stück. Du musst die erst verkaufen. Ach so, okay. Ja, ich wollte es nicht riskieren, weil ich dann Schiss hatte, dass die einfach weg sind. So, dann habe ich jetzt mittlerweile 3 Gleiter. Gildenregister, jetzt suche ich immer noch den Archäologen-Typ hier. Vermächtnishändler, Vermächtnishändler. Apropos, genau! was hab ich denn für die Schüsse? Gebt mir ein Zeichen. Oh. Eure Credits sind jederzeit. Was war ja das? Hey, wollt ihr euch die Munition angucken? Warum hast du dir das hässliche lange Ding geholt? Weil ich eigentlich dachte, dass das ein bisschen anders aussieht, aber egal. Du kannst das Ding auch mit STRG und Linksklick angucken, bevor du es kaufst. Und dann kannst du das auch drehen, um anzugucken. Na gut, ich kann es ja glaube ich sogar. Viel Glück bei jetzt habe ich es, jetzt kann ich es nicht mehr zurückgeben. Nee, du kannst dir aber noch ein anderes dazu kaufen. Die sind halt alle, egal wie teuer die sind, sind sie gleich schnell. Also was bringt. Natürlich. Nee, ich dachte schon, dass das je teurer ich mir eins kaufe, desto schneller wird. Das ist ja unfair den normalen Spielern gegenüber, die kaum Geld haben. Ja, aber das ist es ja eben. Man verdient ja, je weiter man in diesem Spiel fortschreitet, immer mehr Geld. Also kann man sich natürlich auch immer bessere Ausrüstung kaufen. Ist das logisch? Ja, Ausrüstung, aber nicht so eine Kleider. Das ist total unfair dann.
Weil dann müssten sie ja. Nee, dann müssten sie ja auch Gleiter einführen für Echtgeld, mit denen du innerhalb von 3 Sekunden vom einen Map-Ende zum anderen fliegen tust. Das ist. Nee, das ist richtig kacke. Es ist schon gut so, dass die alle gleich schnell sind. Aber du. Kein Mensch würde doch 10 Millionen für einen Gleiter ausgeben, der gleich schnell ist wie ein 10.000er. Na doch. Ja, nee. Na doch, wenn ich das Geld habe, hole ich mit den O. Aber das ist gerade eine Logik, die will und kann ich nicht begreifen. Hey, das ist doch wie in jedem, also wirklich jedem Aufbauspiel eigentlich, dass man sich, je weiter man fortschreitet, bessere Ausrüstung kaufen kann. Und zu dieser Ausrüstung gehört auch ein Gleiter. Ja, aber trotzdem sind die Gleiter nicht schneller. Du musst mal von dem Standpunkt ausgehen. Wir sind Gratis-Spieler, ja? Ja. So, wie, unser hat jetzt angenommen 5 PS. Jemand, der, sag ich mal, ein einziges Mal Geld einzahlt und sich einen Gleiter holt. Warum sollte der ihn haben, der 20 PS hat? Oder jemand, der seit 2011, seit das Spiel draußen ist, bis jetzt 9 Jahre lang spielt, sich einen Gleiter für zig Milliarden Credits holt, der einen Speed von 50 PS hat? Das ist unlogisch, vor allem bei dieser Map und der Map-Größe. Ja, wieso? Es geht ja da. Okay, ist jetzt nicht so gemeint, dass man mit 2 Sekunden durch die ganze Map irrt. Aber so. Doch schon erkennbare Speed-Unterschiede, weil. Man sollte doch auch die Spieler belohnen, die halt eben 9 Jahre da sind. Ja, belohnen reicht ja auch aus. Du kannst dir ein Haustier holen, was mitkämpft. Du kannst, hast einen Gefährten. Du hast überhaupt einen Gleiter, mit dem du etwas schneller über die Map unterwegs bist. Sei froh, dass sie überhaupt Gleiter eingebaut haben. Die hätten ja sagen können, ihr luft jedes Mal. Ja, aber wenn man halt schon... Natürlich bin ich dankbar, dass sie die Dinge eingebaut haben. Siehste? Aber... Da muss man doch nicht noch so geizig oder so vorderhaft sein und sagen, ich will besseres Zeug, das muss schneller sein und bla bla bla. Das habe ich ja nie gesagt. Ich hätte mir aber gewünscht, dass wenn ich natürlich logischerweise mehr Geld ausgebe, auch was Besseres kriege. Du kriegst einen schöneren Gleiter, das muss ausreichen. Die Schönheit in dem Spiel interessiert mich recht wenig. Wow, dann kannst du es wieder deinstallieren. Wieso? Ich spiele ein Spiel wegen der Story. Natürlich auch wegen der Umgebung, ist ja klar. Aber wie ein Gleiter jetzt aussieht, ob er wie eine Banane aussieht oder... Deiner sieht aus wie ein Analstöpsel, so lang gezogen ist der. Und? Er erfüllt seinen Dienst. Na dann riecht dich doch nicht auf, dass der langsamer ist als irgendein anderer oder genauso schnell wie andere. Ja, oh, aber ich habe ja vorher... 10 Minuten Diskussion in dieser Aufnahme, das ist abnormal. Du weißt, ich kann mit dir endlos sagen, über sowas diskutieren. Ja, und ich sag meine Meinung so, wie es ist. Ich finde sowas asozial dann, wenn das eine schneller ist als das andere und fertig. Ja, aber hä? Weil das... Es... Nee, wie soll ich ausdrücken? Das ist den... aus dem, ja doch, es ist serverbelastend. Schon mal daran gedacht? Scheiße. Republika... Bin ich denn hier? Okay. Du weißt selber, dass das nicht die besten Server sind. Ja, um die Server-Sache. Nur um die generelle Grundidee. Dann könnte man doch jeden Gleiter. Abgesehen, es ist ein abgefahrenes Sondermodell, gleich teuer anbieten, weil sie die gleichen Fähigkeiten haben. Sie sehen halt nur anders aus. Naja. Aber es ist ja halt nicht so. Ja, freu dich einfach, dass du einen Gleiter hast und reg dich nicht drüber auf, dass der 10.000 kostet, genauso schnell ist wie einer, der 50.000 kostet. Diesen Unterschied meine ich ja gar nicht, aber zwischen 10.000 und 10 Millionen. Ist halt ein riesen, gigantischer Unterschied. Also ich sag's mal so, dann hättest du dir jetzt eigentlich auch einen Kopfgeldjäger erstellen können. Mit dem kannst du sogar ohne so einen Gleiter durch die Gegend fliegen und bist genauso schnell. Du kriegst einfach Schwebeschuhe. Ja, aber ich mag... So, ja. ist jetzt gut hier. Wir haben lange genug diskutiert. Ich habe jetzt republikanische Spione hier. Die will ich jetzt umhauen, noch in der Folge. Ah!
Wow. Der erste ist tot, der zweite auch. Leute, hier unten war ich halt noch gar nicht. Das ist Pilze, das ist was für dich, Darko. Scanning, Bio-Ding. In irgendeiner republikanischen Höhle, wo ganz viele republikanische Spione sind. Gleich geht's besser. Ja. Wir sind ganz viele Pilze zum Scannen für dich. Hoffentlich auch Erze. Gibt's hier einen starken Spion? Lange Zielvorrichtung. Es geht immer weiter in die Höhle. Oh! Doktor Rusal und verwundeter republikanischer Spion. Egal, die Alte stirbt. Gar nicht zu heilen, du Miststück! Ah, da war sie tot! Irgendwas Blaues gab's. Prototyp Faserpanzer Kopfbedeckung von Sleheiron. Das ist besser als das, was ich jetzt hab. Okay, Angriffswert ist weg und Schnelligkeit ist weg. Dafür kriege ich Verteidigung wieder. Nee, ich bleibe erstmal bei dem Helm, den ich habe. Den kriegt hier jetzt die Fett. Die hat Beherrschung, Ausdauer, Angriffskraft. Beherrschung, Ausdauer, Verteidigung. Schnelligkeit, nee, komm. Und 202 Rüstung und der 290 rein da. So, dann haben wir die hier schon mal ausgelöscht. Das sind ja Billo-Gegner. Kein einziges Erz vorkommt zum Scannen. Das ist Beschiss. Republikanischer Kommander. Tot. Ach, machst du eigentlich Hauptquest oder Nebenquest? Ich renne einfach nur so durch die Gegend gerade. Hier ist gar nichts mehr mit Questen bei mir. Weil ich habe noch nie irgendwas mit Republikanern. Du, ich habe das einfach nur Zufall gefunden. Ich bin dort bei dem Fluss einfach runtergesprungen. Weil es da runterging, hat zwar auch mehr als die Hälfte Schaden erlitten. Aber hier sind republikanische Idioten halt. Aber der Loot von denen ist erbärmlich. Und die sind ja total low.
sind lower als low. Will mit mir reden? Lass uns reden, wenn wir die Gelegenheit haben. Also in der Kantina. So, wo geht's zur Kantina? Nach da oben. Das Schiff sieht ja mal sowas von fett aus. Wir wissen schon, was sie wollen. Ich schaue mir das gerade an. Ist eine Mischung aus Imperium und Millennium Falcon. Jedenfalls bei mir. Oh, ich bin noch nicht so weit. Ich bin auch hier unten. Ich wollte noch irgendwas machen. Ach stimmt, ich wollte in die Kantina gehen, um mit der Fett zu reden. Welche Fett? Mein Begleiter. Geil. Na dann, ab in die Kantina und dann kann man auch... Oh! Jetzt haben wir ein Problem. Du. Wir. Nee, du. Wir. Warum wir? Ich bin noch gar nicht da, wo du bist. Vielleicht verlasse ich den Planeten überhaupt nicht. Erstens, du wirst den Planeten verlassen, weil es dir irgendwann langweilig hier wird. Also ich habe hier Beobachter 20. Mit dem wird es nie langweilig. Naja. Nein, aber wir haben, deswegen habe ich wir gesagt, es gibt halt die Möglichkeit, entweder nach Balmora hauptquestmäßig zu fliegen oder nach, besser ist das andere, Nashadar. Ich habe Nashadar und noch diverse andere Planeten, die ich definitiv besuchen kann, weil das von mir verlangt wird in der Hauptstory. Gut, bei mir in der Hauptstory sind nur diese beiden Planeten explizit erwähnt. Warte mal ganz kurz, die will jetzt mit mir reden. Wisst ihr,
Ich war schon als kleines Kind Sklavin, bevor ich freikam. Kommt alles wieder zu einem zurück, was? Du arbeitest für einen Sith, wie alle im Imperium. Aber dein Halsband wurde entfernt. Richtig. Ich weiß den Unterschied wirklich zu schätzen. Glaubt mir. Meine Mutter, meine Schwester und ich wurden geschnappt, als ich klein war. Ich erinnere mich kaum daran. Wir haben in den Minen auf Rylod gearbeitet. Dann wurden wir getrennt. Ich wurde an einen Rodianer verkauft, dann an einen Hutten, dann an irgendein merkwürdiges, dreieugiges Etwas. Und all das, als du noch ein Kind warst? Ja, ich war 7 oder 8, als ich bei Dreiauge gelandet bin. Wie dem auch sei. Ich schätze, man weiß, dass man zu viel rumgekommen ist, wenn sich das Schiff eines Sith wie ein Zuhause anfühlt. Es ist unser Zuhause. Und es ist unsere seltsame kleine Gemeinschaft. Ich schätze, ihr habt recht. Passt auf, sonst nenne ich euch noch Pups. Ich hasse die Fett. Die will mich jetzt, wenn das so weitergeht. Also ich hatte gerade eine Diskussion mit der. Im Übrigen, in der Kantine kannst du dich immer mit deinem Partner unterhalten. Mhm. Ja, die hat mir ein bisschen was von ihrer Vergangenheit erzählt. Und dann meinte die noch so, pass auf, sonst nenne ich dich bald Paps. Woher weiß das Spiel, dass ich so alt bin? Ich hätte nichts gegen eine kleine Erfrischung. Das wäre schon wieder super Content-Lieferung für Olaf. Oh. So, dann beende ich jetzt die Folge hier und dann sehen wir uns im Hangar wieder.